Schwerverbrecher sollen früher Urlaub bekommen. Bundesländer wollen Haftregeln für Mörder lockern. Potsdam. Mörder und andere Schwerverbrecher sollen früher auf die Bevölkerung losgelassen werden. 10 Bundesländer wollen sich für eine Neuregelung für verurteilte Straftäter einigen. Demnach sollen Schwerverbrecher bereits nach 5 Jahren Hafturlaub bekommen. Dabei soll ihnen ein Langzeitausgang von bis zu 21 Tagen gewährt werden. Brandenburgs Justizminister Volkmar Schöneburg von der Linken begründete die Hafterleichterung gegenüber der Bild-Zeitung: Straftäter dürfen nicht vollständig von der Außenwelt isoliert werden. Dafür könne die Normalbevölkerung ruhig eine höhere Gefahr ausgesetzt werden. Die Deutsche Polizeigewerkschaft und die Gewerkschaft der Polizei sprachen daher von einem Experiment auf Kosten der Sicherheit und auf dem Rücken der Bürger. Der Bund der Strafvollzugsbediensteten Deutschlands erklärte, die Pläne seien ein Hohn gegen die Opfer. Bislang galt ein Bundesgesetz, wonach Schwerverbrecher erst nach 10 Jahren Haft Urlaub bekommen dürfen. Seit der Föderalismusreform obliegt nun aber den Ländern die Zuständigkeit. Neben Brandenburg und allen anderen mitteldeutschen Ländern befürworten auch Bremen, Rheinland-Pfalz, das Saarland und Schleswig-Holstein eine Neuregelung, nach der lebenslänglich verurteilten Straftätern bereits nach 5 Jahren Haft ein Langzeiturlaub gewährt werden soll. Die Lockerung diene einer besseren Eingliederung der Gefangenen in die Gesellschaft. Mit der früheren Urlaubsmöglichkeit steigt jedoch die Fluchtgefahr rasant an. Wenn Mörder noch über 10 Jahre Haft vor sich haben, dürfte ein genehmigter Urlaub eine perfekte Gelegenheit zur Flucht darstellen. Zudem wären die Bürger einem erhöhten Risiko ausgesetzt. Daher werden die Pläne von der Polizei auch zu Recht scharf kritisiert. Der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, sagte der Bild-Zeitung: Schwerverbrecher nach kürzester Zeit wieder auf Bürger loszulassen, ist skandalös und wäre ein gefährliches Experiment auf dem Rücken der Bürger. Auch die Opferschutzorganisation Weißer Ring sprach im MDR von einem falschen Signal.